Hallo, da sind wir wieder. Erstmal die Kuh da hinten. Was machst du da immer im Feld? Hauptsache es schmeckt. Der Plan für heute, oder sagen wir mal so, der Plan generell für dieses Let's Play. Ich habe ja bisher immer sehr, sehr lange Aufnahmesessions gemacht und innerhalb dieser Aufnahmesessions dann mehrere Folgen aufgenommen, die dann hinterher zusammengeschnitten und alles und pipapo. Das ist natürlich immer mit relativ viel Aufwand verbunden und vor allem mit sehr viel Zeit verbunden. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, dass wir das Ganze einstellen. Nein, dass wir das Ganze ein bisschen aufteilen und wir zukünftig, beziehungsweise ich zukünftig, zumindest in der absehbaren Zeit erstmal, keine riesenlangen Aufnahmesessions mehr mache am Stück und dann da Folgen draus mache, sondern einfach eine Folge aufnehme pro Session. Die dann schneide, veröffentliche, blablub und so weiter und nächste Woche dann einfach nochmal die nächste Folge. Strafft das Ganze so ein kleines bisschen, na, dass wir so ein bisschen ein Ziel haben, was man macht an dem jeweiligen Tag. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Und für den heutigen Tag habe ich mich entschieden, dass wir hier hinten diesen Weg mal verlängern. Mit hier hinten rauf, Treppe hoch und dann hier der Eingang in die Baumfarm. Das heißt also hier, machen wir mal auf. Und hier kommt eine kleine Plattform hin, hier kommt die Treppe runter. Das heißt, diese Bäume hier, die müssen dann auch nochmal weichen, leider. Und das ist das, was wir heute machen. Ja. Ich denke mal, da sollten wir halbe Stunde, bisschen länger vielleicht. Das sehe ich nicht so eng, also pro Folge kann ruhig die Session dauern, das ist egal. Nur ja, so eine lange Mammut-Sessions, nee. Das ist das braucht 100 Jahre lang zum Rendern und das ist, nee. Wir machen das so und dann geht er schon. Moment. Vielleicht sollte ich ein Schlückchen trinken. Prost! Hydriert euch, meine Kerle! Also, Treppe hier hoch, das heißt, wir brauchen hier Treppen aus Dings. Ne? Die kriegt man so natürlich nicht, die müssen wir machen, das ist aber kein Problem. Wir haben ja alles da, was wir brauchen. Und wir haben wahrscheinlich sogar noch welche davon. Und wir brauchen von den Cobblestone-Dings-Teilen diese hier. Genau, die konnte man so machen. Aber erstmal gucken wir im Lager, ob wir denn überhaupt noch was davon da haben. Weil dann nehmen wir das nämlich einfach. Und den Coal Dust, da können wir gleich mal gucken, dass wir da dann den Rest auch noch eben machen. So, Möbel und Objekte. Guck mal hier, da haben wir noch 9 von. Die nehmen wir direkt mal mit. Treppen haben wir da auch noch ein paar von, aber ich glaube, guck mal, hier haben wir auch noch welche von. Die brauchen wir nicht erstmal. Da gucken wir mal, wie wir das machen mit dem Weg gleich. Inventar ist schon wieder so voll. Ne? Wir schmeißen erstmal ein bisschen Cobblestone weg. So. Und wir schmeißen ein bisschen Gras weg. So. Da auch noch rein, da auch noch rein. Und das ganze Zeugs, was wir gesammelt haben letzte Folge, da können wir hier auch mal in die Zeugskiste tun, einfach so rein. Ah, komm, die kommen auch da rein und die Mesekristalle können wir hier zu dem Mesekram dazu tun. Da kann man dann wieder Pulver draus machen. So, die Zäune da, die tun wir gleich mal weg. Die kommen dann hier mit rein und die kommen dann hier mit dazu. Und dann machen wir hier mal so. Irgendwie passt das schon. So, das kommt auch da rein. Der Feuerstein, der kommt doch hier bestimmt mit rein, oder? Ne, der kommt in Bergbau, habe ich den reingetan. Ne, genau. Zack. Das kommt auch da rein, das kommt auch da rein. Haben wir sogar ein bisschen was von, brauchen wir wahrscheinlich sowieso nicht. So, das war einfach nur der Ziegel. Kommt hier mit rein. Ach, den nehmen wir mal mit. Können wir eh vielleicht mal gebrauchen. Treppen können wir auch gebrauchen. Dann rüsten wir uns hier mal eben kurz so ein bisschen aus. Das kommt hier, Essen kann erstmal zur Seite, das kommt hier hin, da.
Ja, gucken wir mal. Der Cobblestone kann man noch mitnehmen. Einen kleinen. Und dann sollte das gut sein. Das heißt, wir gehen mal wieder rüber. Da blinkt sie. Mal hier mal nach der Kohle gucken. Die nehmen wir natürlich mit. Da machen wir einfach pauschal mal komplett den Staub draus. Rums. So. So. Haben wir hier unten unsere gute Maschine. Auf geht's! Im wahrsten Sinne des Wortes. So, hier, komm rein damit und dann lassen wir das nämlich hier. Wollte gerade sagen. Lassen wir das hier einfach mal laufen. So. Und während das da unten dann am Rütteln ist, gucken wir oben mal, dass wir ein bisschen den Weg weiterführen und da mal gucken, wo wir raufkommen. Oh, der ist auch ein Frosch im Hals. So, weiter geht's. Ja, genau, da hinten, da müssen wir mal gucken. Das muss natürlich hier alles irgendwie weg. Ah, diese fliegenden Reste hier noch. So. Warum auch immer. Ich glaube, hier kann man dann vorbeibauen. Es müsste eigentlich irgendwie klappen. Dann sagen wir mal, dann machen wir hier. Und dann machen wir hier. Wie haben wir denn hier eigentlich... Haben wir unten angefangen? Guck mal hier, wir haben hier unten angefangen. Mit... Der wichtigste Tool habe ich natürlich nicht. Keine Spitzhacke. Ohne Spitzhacke ist ziemlich schwierig, aber wir haben drüben noch genug Material. Ja, so viel dann zur halben Stunde. Oh, top vorbereitet. So, komm, wir nehmen einfach hiervon. Völlig egal. Und zwei Stöcker und dann machen wir hier so und dann machen wir hier so und dann machen wir hier so. So. Jetzt haben wir wieder alles, was wir brauchen. Das heißt, nun gehen wir wieder rüber und dann können wir nämlich dann auch vernünftig arbeiten. So, das ist doch wunderbar. Also, einmal hier rum. Einmal hier hoch. Dann gucken wir mal, setzen wir die hier an. Das heißt, hier kommt... Hopsa! Die ist aber auch schnell, ne? Uiuiui. Muss auch richtig aufpassen. Machen wir das doch per Hand. Da geht das ein bisschen entspannter. So. Zack und zack. Dann machen wir hier Treppe rauf. Dann machen wir hier da. Dann machen wir hier so. Und dann machen wir hier. Wollte ich noch mal eben gucken. Das ist dann mit diesen... Genau, es ist dann mit diesen kleinen Teilen hier angefangen. Dann machen wir das hier genauso. Zack. Zack. War doch so, ne? Ja. Immer ein davor. Das heißt hier und hier kommt Cobblestone. Ja. Da, da und da und da. Gucken wir mal. Und dann geht das hier weiter. Und dann geht das hier weiter. Ja, ich habe die Schaufel dabei, aber die ist mir ein bisschen zu schnell gerade. Das Werkzeug ist einfach zu gut. So, ja, wir müssen eh hoch. Also heißt das, dann machen wir hier auch wieder. Da und da. So. So. Ah, da unten, da müssen wir mal gucken. Ah, wir ziehen das mal bis auf den Boden. Das ist nicht so schlimm hier, glaube ich. Hier muss man nicht so drauf achten, wie das Design ist. So. So und so. Und hier natürlich auch. Und dann ziehen wir den Cobblestone bis runter. Na gut, da wäre egal gewesen. Haben wir natürlich viel zu wenig Cobblestone dabei, ne? Gut mitgedacht, gut mitgedacht. Holen wir schnell mal
Hätte ich doch ein ganzes Deck mitnehmen sollen. Naja. Zack. Wir haben ja genug. Ganze Kiste voll. Sollte reichen. Es ist ja nur auch der Weg so ein Stück einfach hoch. Das ist ja kein vernünftiges Design. Das ist einfach nur so, dass man hochgehen kann und dass der Weg dann da irgendwie sich hochschlängelt. Da muss man mal gucken, ob man das mit Erde so ein bisschen natürlich aussehen lassen kann. Aber ja, müsste man eigentlich irgendwie hinkriegen. Wir bauen hier erstmal weiter. So. Dann geht's hier nämlich um die Ecke. Zack, zack, zack. Bis hier. Ja, ich denke, so machen wir das. Und dann kommen wir hier nämlich hoch. Ist so dicht dran, ne? Wir machen mal einen weiter Abstand. So. So kommt man dann hier nämlich hier oben hoffentlich dann auch vernünftig raus. Das wird sich dann gleich zeigen. Ist natürlich jetzt ein bisschen dunkel und Fackeln habe ich natürlich auch keine dabei. Aber wir haben ja hier noch, hoffe ich zumindest, wird sich zeigen. Zumindest haben wir hier noch Kohle und ein paar Stöcker. Das heißt, wir machen nur kurz einfach ein paar Fackeln. Das ist ja egal. So. So. Zack. Die Kiste, die wir eigentlich hier abschaffen wollten. So, dann kann man nämlich hier schön ein bisschen ausleuchten. Der Eimer kommt mal nach unten. So, Licht. Hier Licht. Da Licht. Da Licht. So, dann sieht man auch ein bisschen, was passiert. So ist doch fein. Das heißt, wir bauen hier einfach weiter. Ups. Na. Na, komm. Ich wollte doch nur so. Siehst du. So, 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 so. Ja, schön ist anders, weiß ich auch, aber es ist halt so. Ja, also hier ist dann eh wieder zu mit Bäumen, da pflanzen wir gleich nochmal welche. Und dann geht das dann schon. So, die Erde wird wahrscheinlich nicht reichen für das Auffüllen hier unten, aber ja, wir gucken mal, was wir machen können. Der Gelegenheit, Setzling, zack. So. Ja, das war's. Rest machen wir mit Cobblestone, das ist schon, na, das ist schon okay. Ups. Hier natürlich nicht. Da. Jo, jo, jo. Guck mal hier weg. Weg. Und dann. Da kommt das. So. So. Hier um die Ecke, hier müssen wir mal gucken. Wir müssen ja hier relativ steil nach oben, weil wir ja hier irgendwie den Eingang haben. Das bedeutet, wir müssen ja hier eigentlich schon fertig sein mit dem Hochgehen. Also. So. So. So gerade eben, ne? So gerade eben. Ich glaube, wir gehen hier noch einen zurück tatsächlich. Wir fangen hier an. Komm, nehmen wir doch mal die Schaufel. Und zwar halt mit dem Klicken vorsichtig sein. So. So. Ja, hätten wir auch da lassen können. Gut, das heißt, wir gehen hier hoch. Das bedeutet, wir müssen hier. Zack, zack. Nee, hier kann man auch. Was machst du? Das ist doof, aber du musst mal kurz sterben, bitte. Danke. Cobblestone. Hier fertig sind. Das heißt, hier gehen wir hoch. Das heißt, hier haben wir diese wieder. Oh, es geht auch hier gerade um die Ecke so richtig, ne? Ja?
Ist natürlich nicht schön. Nicht schön. So Cobblestone-Gebäude oder größere Dinge sind nie schön. Aber gut, was willst du machen? So. 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 Nee. Da brauchen wir nicht mehr. Da sind wir ja. Die Axt brauchen wir nicht. Da sind wir ja durch. So. Dann brauchen wir hier und hier. Treppe, 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 Treppe. Das heißt, hier oben ist auch noch eine Treppe. Ach ja, stimmt, die fallen ja. Da, da, da. Na komm. Treppe. Und dann geht's nämlich hier oben. Dann geht's hier weiter. Okay. Genau, und dann kommen wir nämlich hier rum. Und dann machen wir hier irgendwie Holz oder sowas. Gucken wir gleich mal. Hier muss auf jeden Fall Cobblestone hin. Machen wir bis hier. Bis hier und dann haben wir nämlich Holz. Können wir uns dann mal hier aus der Baumfarm was holen? Dafür haben wir sie ja. Zack. Zack. Ja. Ja, komm. So. So, dann direkt nachpflanzen hier. Zack. Zack, dann kann man nämlich hier unten auch gleich mal hingehen und hier auch gleich mal ein bisschen wieder aufforsten. So, die kann schon mal weg. Ja, ja komm, wir probieren das mal aus, wie das aussieht hinterher. Den Baum um 1 versetzt, das sollte eigentlich passen. So, dann, genau, da geht es nämlich auch noch hoch. Jetzt haben wir auch wieder Erde. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. So, zack. Und dann ist man hier oben. Und dann kann man nämlich hier oben... Machen wir hier... So. Und so. So, ist doch fein. Ja, ist doch fein. Ja, 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 ja. Genau, dann kommt hier nämlich Zaun dazwischen. Dann haben wir nämlich hier auf der anderen Seite das gleiche auch nochmal hier auf der Höhe. Oder wo sind wir hier? Ne, wir sind hier. Da sind wir. So. Da haben wir nämlich unseren Eingang. Kann man hier alle wieder zumachen. Na, hat ja super geklappt. So. Ja, hier müssen wir dann gucken, dass wir die Natur so ein bisschen ganz natürlich erhalten. Dann nehme ich aber auch nicht wieder unsere Highspeed-Schaufel, sondern mache das kurz per Hand mal ein bisschen weg hier. Die Natur kennt das hier inzwischen. Das ist ja nichts Neues. So, 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 so. Ah, reicht noch nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Hey, wir ziehen das mal bis hinten durch. So, bis hier. Zack. Nehmen wir doch mal die Schaufel. Macht das Ganze dann doch ein bisschen, ein bisschen schneller. Dann fangen wir von hier oben an mal abzutragen. Der darf es echt nicht lange halten. Jetzt ist hier alles weggerissen. So. So. So, so, so. So. Dann machen wir hier einen rein, dass das nicht scheiße aussieht. So, dann machen wir hier auch noch weg. So, dann wächst hier nämlich schön alles runter. Und das heißt, hier unten kommt natürlich dann auch die Erde wieder rein. So. Da können wir einmal durchgehen. Das ist ja alles auf einer Ebene. Und dann ziehen wir das hier einmal wieder zu mit Erde. So. So.
gut. Zack, 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 zack. So, und dann wächst hier nämlich schön wieder Gras und dann sieht das wieder ganz natürlich aus, als wenn nie was gewesen wäre. Komm so. Da, da ist gerade gewachsen. Ja, es ist nicht mob-safe, aber es ist okay. Das ist gut. Das bedeutet, wir brauchen gleich ein bisschen Zaun. Den haben wir noch. Und dann machen wir hier nämlich auch. Dann machen wir mal hier. Da machen wir Cobblestone davor. So. 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 Der gute Baukobblestone. Da oben, da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das machen. Ja, die wäre ja so, ne? So. Ach komm, was soll's. Und schon ein zu viel abgerissen. Und, ja gut, hier müsste ja theoretisch dann auch, aber machen wir dann hier unten Cobblestone, das geht dann schon. Das heißt, das hier, das können wir uns wieder rausholen, das sieht man dann eh nicht. Und dann machen wir hier Cobblestone. Na, da war einmal Cobblestone zu viel, aber das ist nicht schlimm. Was ist hier denn kaputt? Da müssen doch auch von denen hier welche davor, dass man das nicht so sieht. Das ist doch hier von innen das Design. So. Dann geht's hier hoch, dann geht's hier rum, dann machen wir hier. Ja, die ist schneller als der Kreativmodus. So, hier, Eingang. Eingang, Eingang, Eingang. So. Upsa, einmal zu viel. Eingang, Eingang. Zweimal Treppe. Ich habe nur noch einmal Treppe. Das ist natürlich ärgerlich. Hier muss natürlich nochmal Treppe hin, ne? So. Das passt doch. Dann gucken wir hier auch noch eben. So. So, dann brauchen wir hier. Machen wir hier mal zu schon mal. Brauchen wir hier. So. Ja, hier oben ist schon, okay. Dann brauchen wir von zu Hause. Das kommt raus. Ja, gleich mal gucken. Natürlich nicht dabei. So. Waren das die 12er? Ich nehme die mal mit. Was mache ich denn hier? Die Werkzeuge. Wir brauchen einen Hammer. Hoffentlich reicht der. Ja. Die nehme ich auch nochmal mit. Achso, ich war kurz irritiert, aber der Stack ist voll. So, dann gucken wir mal. Ist hier eigentlich noch was drin? Da ist nur noch ein bisschen Kohle drin, ne? Ich würde sagen, den bauen wir mal ab, dann steht der hier nicht rum. Da, Hammer, Hammer, Hammer. Und dann ab in die Werkbank damit und dann machen wir uns hier ein paar Treppen. So. Zwei brauchten wir, ne? Na, ist egal. Wir probieren das mal aus. Bei der Gelegenheit kann man dann mal unseren Kohlenstaub schon mal holen. Dann haben wir den dann auch schon mal da. Gucken wir mal, wie viel wir da noch brauchen. Ah, machen wir gleich. Nee, ist jetzt Nacht? Machen wir jetzt.
Ja, zurück zum Herrenhaus. Es wird dunkel, es wird dunkel. So, was willst du? 110, ne? Schauen wir mal, wie viel haben wir? 100? 110. Da kann man nämlich unsere Schulden endlich mal zurückzahlen. So. So. Gehen wir hier zu... Ich glaube, hier war irgendwo unser Loch, ne? Guck mal, hier war unser Loch. Dann machen wir 100. Nee, wir brauchen Licht. So. 100. Rein. 10. Rein. Da liegen sie. Deckel drauf. Das ist weg. Zurückgezahlt. So. Hat ja auch lange noch gedauert, ne? So, dann tun wir das Schild mal hier in die Essensbox. Das passt schon. Da lag ja auch die Kohle. Und die Kohle, die tun wir dann mal mit dazu. So. Und dann machen wir uns mal wieder rüber. Ah, wir gehen mal hier den Weg lang. Wir nutzen mal die Nacht. In der Hoffnung, dass sie gleich schnell vorbei ist. Und dann gucken wir mal, dass wir gemächlich zur Baumfarm schreiten. Hier muss überall noch Straßenbeleuchtung hin. Es ist so dunkel. Und hier ja auch, ne? Ja. Ju. So. So, dann haben wir nämlich hier Hammer-Action. Und schon haben wir da unseren Kies drin liegen. Oh, der Baum, der ist ein bisschen weit reingewachsen hier, ne? Obwohl, ist nur dieser eine hier. Ja, passt. So passt das, so passt mir das nicht so ganz hier. Aber gut, das ist dann halt so. Hier kann man vielleicht auch irgendwie Zaunbegrenzungen drumherum bauen, so ein bisschen. Erstmal machen wir hier oben fertig. Zack. Hier war alles, hier war alles. Ich dachte, ich brauchte noch zwei, ne? Irgendwo habe ich mich verzählt. Naja, ist nicht schlimm. Jetzt habe ich natürlich den ganzen Cobblestone weggetan. Den bräuchten wir hier natürlich noch. Und wir brauchen auch sowieso nochmal ein bisschen Holz. Zack. Na, man macht immer nur den jeweiligen Baum, ne? So. Ja. Ich laufe jetzt nicht rüber und... Hey, ja, ich habe noch Holz gehabt. Toll. Toll, toll, toll. Ah, so gehen die. Stöcker. Da, 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 da. So. So, so. So, 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 so. So. Oh, gleich nochmal ein bisschen mehr machen. Ja. Zack. Zack. Dum, 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 dum. Wir haben noch ganz viele Zäune in der Kiste. Das weiß ich auch, aber ich hole die jetzt nicht. So. Hier. So, da ist schon mal. Hier dazwischen, da müssen natürlich die Guten. Ja, oder die Guten, die anderen. So, dann, dann. Dann, dann. Die anderen gehen wie? Gehen die so? Nein, gehen die so? Nein. Aber wir haben einen Craft Guide, warte mal. Zwei oben, zwei unten. Hm, okay. Doch, die kann man hier auch irgendwie. Na gut, machen wir zwei oben, zwei unten. 16. Ich glaube, da reicht auch, wenn man die einmal nimmt, ne? Zack und zack. Und zack und zack und zack. Und so ist dann schon mal schön der Eingang. Ja gut, hier ist halt, ne? Das geht halt nicht anders. Dann machen wir hier unten tatsächlich auch.
hier. Hier? Nee, nee, mach mal. Nee, mach mal hier. Zack. Und hier. Da ist der nächste Baum reingewachsen. So. Machen wir nämlich da in der Ecke auch, würde ich sagen. Kommen wir natürlich jetzt nicht mehr hin, ohne da irgendwas kaputt zu machen. Das heißt, wir machen das einmal so. Dann machen wir nämlich einmal hier, dann machen wir hier, dann machen wir hier, dann machen wir hier, dann machen wir hier. Müssen wir nicht, aber machen wir, Ordnung halber. So, so. Und Cobblestone wieder zu. Zu. Und Kies wieder rauf. Zack. Vielleicht bei der Gelegenheit mal ein bisschen was essen. Nom 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 nom. So. Das brauchen wir hier. Ja gut, hier ist wieder so. Da ist so. Da ist so. Und dazwischen reicht sogar, ne? So, dass man hier nicht runterfällt. Weil sich so doll wehtun würde, wenn man hier auf die Leiter fällt. Das muss ja nicht sein. Könnte man hier eigentlich auch noch zumachen, so rein der Ordnung halber, oder? Machen wir. Machen wir. Zack. Zack. Der normale Zaun. Da und da. Und dann ohne Stützen dazwischen. So. Hier. Nee, das wäre übertrieben. Hier könnte man theoretisch, aber das. Nee. Das ist der Weg. Der Weg ist ohne. Der Weg ist nur hier oben mit, weil gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man nicht runterfällt. Der hier wächst auch rein, ne? Aber das ist nicht weiter schlimm. Ne, die auch. So. Und dann machen wir hier den Rest Cobblestone. Da und da und da und da und da. Und die kleinen jeweils davor. Da und da. Ja gut, hier ist er eh nicht, also nur so. Man könnte natürlich auch einen rüberziehen hier noch, aber dann wird das hier wieder nicht funktionieren. Außerdem wird sich das ja nicht hier mit dem... Also es müsste ja rein theoretisch hier, ne? Weil so Abdeckung und so. Gut, wir lassen das mal so, das passt schon. Jetzt pflanzen wir hier noch ein paar Bäumchen. Nicht zu nah dran. So. So. Und dann haben wir nämlich einen schönen Aufstieg, endlich jetzt den Aufstieg zur Baumfarm, der ja schon gebaut werden sollte seit, ja, seit es die Baumfarm gibt. Den haben wir jetzt fertig geschafft. So, da kann man dann auch nochmal irgendwann mal reingucken. Dann geht's nämlich jetzt, wir machen hier erstmal weg, weil das soll so natürlich nicht bleiben. Mal hier ist auch noch eine. Und dann gucken wir hier mal eben kurz. Einen Schraubendreher haben wir natürlich nicht dabei. Das ist ganz gut. Aber die waren das, ne? Vier. Vier, ja, die waren das. Das heißt, wir machen das auch noch mal eben schön. Und dann haben wir nämlich den Aufstieg fertig. Und dann ist die Folge vorbei. Das ist doch ein bisschen entspannter so tatsächlich. Schraubendreher haben wir auch drüben noch, ne? Ja. Gehen wir schnell nochmal zum Herrenhaus. Machen da nochmal schnell. Ach. So. Wir haben doch bestimmt noch hier eine Werkzeugkiste. Guck mal, da haben wir noch ganz viele Schraubendreher. Nehmen wir uns nämlich einfach einen von. Und dann geht es nämlich wieder zurück. Habe ich den Replacer? Den habe ich... Ach, scheißegal. Das geht so schon. Das geht so schon. So. Schraubendreher her. So. Einmal. Ach, ist auch nur einmal. Okay, dann ist es
mich doch am Arsch. Ohne Kommentare, ohne Kommentare. Da muss man so erstmal durch alle drehen. So, guck mal, so schön. Dann haben wir hier die Wand, dann haben wir hier die Wand. Ja, ja, hier die Cobblestone-Wand, da könnte man eigentlich, warte mal, wir machen das mal so. Und dann machen wir mal so, und dann machen wir mal nämlich hier. So, und so, und dann machen wir nämlich hier auch von den Dingern rein. Die drehen sich auch egal, wie man es will, ne, also. Ergibt null Sinn, dass man das so hier an der Stelle hat, aber es sieht einfach besser aus. Und dann hat man hier halt diese komische Cobblestone-Treppe hoch, aber gut, das ist halt... Da kann man nichts anderes machen, das ist halt so. Upsa, man kommt hier auch nicht wieder hoch. Also ein bisschen mob-safe ist es. So. Bombenfarm-Aufstieg fertig. Und dann geht das hier gemächlich wieder zurück. Ich glaube, nächste Folge machen wir mal so ein bisschen Kisten sortieren, oder? So. Einmal rüber hier. So, Ausblick ist wieder da. Hier wollen wir ja auch nochmal irgendwann was hinbauen, aber erstmal machen wir so. Dann war es das für diese Aufnahmesession tatsächlich schon wieder. Eine Session, eine Folge. Ich glaube, das ist ein ganz sinnvolles Konzept, oder? Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Haut da rein. Tschö.